Stellt euch vor, 1952, ein junges Mädchen namens Mary Rose Täuber wird in Holland geboren. Sie träumt von Archäologie, landet aber beim Roten Kreuz. 2011 zieht sie nach Großenzersdorf und wird zur Allround-Heldin. Sanitäterin, Chorleiterin, ja sogar Hymnenkomponistin. Sie holt ihre Mutter Nelly nach Österreich, die dann zum inoffiziellen Maskottchen wird. Mary Rose wird zur Oma der Dienststelle und übernimmt 2022 auch noch die Teamleitung. Doch jetzt zieht sie der Liebe wegen weiter. Großenzersdorf wird sie vermissen, aber wir wissen, Mary Rose wird überall Glück verbreiten, weil Helfen Ehrensache ist. Alles, alles Gute.